Well, guys, we're trying to make a reaction video, but as you can see, we're getting invaded by dogs. So, we're gonna try. The band is called Sean Moll. I cannot pronounce this. Medieval folk rock song from Munich. So they are from Bavaria? Is it in Bavaria? Oh, here we go. All the cool instruments. The bagpipe. Again. The urdigurbi. And the one that I love, that flute. That look like Thai flute. The shawn. Damn, all of these bands have similar instruments. I love it. Trinklied. Wait. Trinklied. Drinking song. Okay, drinking song. Oh, detached and without worries. No thought of tomorrow. Let's be together today and enjoy wine and beer. The table should be richly covered today. A whole pig is roasting on the spit and we all up our jugs and we never tired of drinking. Music should sound for joy. Anyone who can still sing should sing along. We're gonna sing along then. Then sing happily on the table. Okay. Remind me of medieval movie when everyone is in the cavern and sing and dance together and drink. Ich versuche das. Ich versuche das noch einmal. Geht es euch gut bis hierher? Wunderbar. Schließt mal für einen Moment eure Augen und stellt euch vor, ihr wärt Musiker. So wie wir, Musiker. Könnt ihr euch vorstellen, was wir für einen Stress haben den ganzen Tag? Da muss man so Konzerte spielen. Vor 7000 Menschen. Danach muss man auf eine Party gehen. Da wird man wieder dazu genötigt, Alkohol zu trinken. Also es ist ein echter Stress, ja. Das könnt ihr uns glauben. Aber der Moment, wenn ein Musiker wirklich in Stress gerät, ist, wenn er eine Eingebung hat, wenn die Madame Muse ihn küsst und er hat keine Möglichkeit, das zu archivieren, was ihm da gerade einfällt. Da hat so jeder seine eigene Strategie. Der eine läuft immer mit dem Diktiergerät rum. Ich habe zum Beispiel meinen Freund angerufen auf dem Handy, um ihm zu sagen, dass wenn ich gleich jetzt nochmal anrufe, er nicht hingeht, dass ich die Melodie auf seine Mailbox singen kann. So. La 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 la. Sowas zum Beispiel. Die beste Variante, die ich je davon gehört habe, kommt vom Thomas und wir gehen jetzt sehr weit zurück in die Schandmaul-Geschichte. Der Thomas saß in der Berufsschule. Wie sehr oft langweilte er sich. Und da passierte es, die Madame Muse küsst ihn, er hat einen Einfall. Jetzt kann er aber nicht singen, irgendwie im Unterricht, und malt sich eine Klaviertastatur auf sein Blatt Papier, das vor ihm liegt, und markiert die Klaviertasten, die er drücken muss, um diese Melodie zu spielen. Muss einem erstmal einfallen, oder? Oh. Okay. Und wie diese Melodie jetzt wohl geklungen haben mag, hört ihr jetzt. Oh, nice. The story of the song. Der Tisch soll reich gedeckt halt sein, man spießt das Wort ein ganzes Schwein. Und wir halten hoch die Krüge des Trinkens, werden wir nicht mehr zu Freunde sein. I don't know why I didn't expect this. Like when I look at them and what they were wearing and everything, I was like, oh, maybe it's gonna be like some metal again, but it's more like folk, like celebration, like Christmas that you sing with your family, things like this. Like traditional thing with like your childhood thing like that. Yeah, but that's what she was talking about in the beginning, so it makes sense. This is very nice. Und wenn ich du von der ganzen Fröhlich auf den Tisch und dann es fließt der Wein, es fließt das Bier, hoch die Krüge trinken Bier, es fließt der Wein, es fließt
das Bier, rote Krüge trinken wir. Es fließt der Wein, es fließt das Bier, rote Krüge trinken wir. Es fließt der Wein, es fließt das Bier, rote Krüge trinken wir. Auf dem Schuss ein schönes Schwein, du berührst den zarten Leib. Schaust sie an mit tiefem Blicken, willst nie mehr nach Hause. Remind me of like Eastern European, like you know those dance when you have your feet like this. Mm-hmm. All of those traditional dance. It reminds me of the feeling that the song gives me, like. Yeah, with long dress thing like that. Yeah. Yeah. Eben die Entschuldigung mit dich sachte bei der Hand. Er preist sich seiner Schönheit wegen will dir die Welt zu Füßen liegen. Zu freuen ist alle Musik erklingen. Wer noch kann Soldat zu singen? Und wenn ich zu voll der Ramse, freu ich auf den. I didn't know Germany had been like this. You know what? This is very popular where I'm from. We love folk music with like those accordion and all of instruments in Quebec. It's a French part of Canada. And we're colonized more than 300 years ago by the French. And we still speak with the same French accent as they were speaking 300-400 years ago. And our music also is ancient. The way that we like folk music is from 300-400 years ago. The way that they were singing back then, or folk influence, is still from that era. That's why it looks similar to that in a way. What do they call that instrument again? The with the singer he play accordion? No. The accordion is the one that do like this. Oh yeah. Or the other one? Yeah, yeah. Accordion. Yeah, it's very popular in Quebec too. Maybe I will show you just after. Trübsal wollen wir vertreiben, wir lassen den Spaß uns nicht verleihen. Und schaff heute soll Musik erklingen, und wenn er kommt, soll da zu sehen. Und wenn ich zu voll der Ratze, voll der Karte, der Schattes, es fließt der Wein, es fließt das Bier, auf die Grüne trinken wir. Es fließt der Wein, es fließt das Bier, auf die Grüne trinken wir. Es fließt der Wein, es fließt das Bier, auf die Grüne trinken wir. Es fließt der Wein, es fließt das Bier. Und geht noch ein bisschen mehr, komm, 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 es fließt der Wein, es fließt. Auf die Krüge trinken wir, es fließt der Wein, es fließt das Bier. Auf die Krüge trinken wir, es fließt der Wein, es fließt das Bier. Auf die Krüge trinken wir, es fließt der Wein, es fließt das Bier. Like, don't take it the wrong way, it's like Schlager music, but for Schlager? Folk medieval. Mm. It's like, I don't know how to explain it. That's what it sounded like, it was very nice. What is very popular where I'm from, it's song like this, right? Every song that has like an historical meaning, like degeneration, right? Song. Ton arrière, arrière, grand-mère, elle a eu 14 enfants, grand-mère en a eu quasi. In Quebec, we are very proud of our history in a way. So the song that have an historical meaning, like our life was 120 years ago, because we had a big fight in Quebec, part of Canada, to try to save our language, the French language. Mm. And at one point in 1995, we almost separated from Canada. It was like 51%, 49%.
And all of those songs that are very patriotic, we are much more patriotic than the rest of Canada. And we have a very ancient history when it comes to folk music and song that we, what you just hear, that go back the same kind that was sing 400 years ago, 500 years ago. So those bands in Germany that have those folk medieval style, it reminds me of what we, I grew up with in Canada, without having to go to the medieval era, just the style that we traditionally perform. That's good. Listen to that, it's quite like emotional, you know, trying to like preserve like the history thing. Yeah, I know that this song was more fun with the dancing and drinking and everything. Yeah, and it's really impressive too, because a lot of like young people love to go there, you know, and there's a lot of people still love to listen to like that kind of music. Yeah, that was very nice. Well, thank you for the amazing suggestion. We'll put another of her medieval music reaction right here, and see you very soon.